Es zieht mich an, wenn ich es nur ansehe. Oh. Schönes Licht. Ja, wir können auf jeden Fall nicht in den Tod springen. Wäre vielleicht besser gewesen für unseren Sebastian, denn dieser Albtraum hier ist, glaube ich, nicht besser als der Tod durch Zombies. Willkommen, ich bin's mal wieder, der Be a Dude, mit einer neuen Ausgabe von The Evil Within. Und ja, wir werden im besten Fall jetzt einfach mal gleich in das Spiel hineinspringen, denn ich bin schon sehr aufgeregt und auch neugierig, was uns denn heute so Tolles erwarten wird in dem Spiel. Also, genug gelabert, wir machen einen Sprung. So, und wir machen demzufolge natürlich auch mit unserem Spielstand weiter. Wir waren in dem Kapitel 2 mit dem Namen Überreste. Und unten ist ein toller Tipp. Vorsicht vor Fallen auf dem Boden. Entschärfe sie, wenn du welche findest. Fallen und Schalter können ausgelöst werden, indem du drauf schießt. Ja, ich bin jetzt mal gespannt, wie wir das hier lösen können. Diese Stelle. Mal gucken, ob wir da auch noch sind. Ich habe es aber beim letzten Mal einmal kurz probiert und bin ja qualvoll verkräbelt. Ja, genau. Und dann machen wir natürlich nahtlos weiter. Das gefällt mir sehr gut. Mal gucken, ob wir das hinkriegen. So, wir nehmen uns eine schöne Flasche, machen unser Licht aus. So, und gehen in Deckung. Oh oh. Oh oh, das geht ja schon mal gut los. Zack! Bitch! Oh, da gab's Munition. Das ist ja günstig. Und eine Trophy. Cool. Kneipenschlägerei. Was auch immer das soll. Ja, wenn dieses Video veröffentlicht ist, ist es eigentlich ja auch egal, aber eine Sache, die ich ein bisschen schade finde, ich habe das Spiel ja sogar 2, 3, 4 Tage vor Release erhalten und natürlich auch alles schön ready gemacht für euch, diese Parts. Nur leider wird verhindert, dass wir YouTuber, Let's Player das Videomaterial vor dem Release veröffentlichten. Also ich habe da von ganz vielen Leuten den Tipp bekommen, das Video erstmal auf privat zu schalten. Deswegen konnte ich es leider erst wirklich zum Release, eventuell auch einen Tag vorher hochladen. Mal gucken, wie wir das dann hinbekommen. So, steifen wir uns ran. Ja, und das ist auf jeden Fall schade, weil ich weiß nicht so wirklich, warum der Publisher bzw. der Entwickler das sagt. Ja. Zack. Denn das Spiel ist wirklich großartig. Also hier, die müssen sich doch wirklich vor gar nichts hier verstecken. Juhu. Oh, endlich. Streichhölzer. Verwenden wir doch hier mal gleich für die Bitch. Vielleicht sollte man das mit den anderen Dudes auch mal schnell tun, bevor die wieder aufstehen. Ja, der sieht nämlich richtig fies aus. Zack. Und dann gab es ja noch diesen Piet hier. Oh oh. Der ist schon weg, oder? Ich weiß nicht mehr, wo ich den umgelegt habe. Verdammt. Scheiße. Ich will aber das mal probieren, auch wenn das sicherlich eine übelste Verschwendung ist. Das sieht einfach geil aus. So, wie können wir denn unsere Knarre nachladen?
Ah, Viereck, alles klar. Kann ja sein, dass wir das gebrauchen können. Dann nehmen wir mal noch das Fläschchen mit hier. Gucken mal, ob wir hier noch irgendwas Cooles finden können. Nö, können wir nicht. Müssen wir aber auch nicht, denn wir sind auch so bestens ausgestattet mit Super Beer Dude Skill. Ach, da ist eine Falle. Holen wir uns doch. Yes, your. So, und dann stealthen wir uns mal hier hinten rein, denn da gibt es was Schönes. Und zwar eine Spritze anscheinend. Wie ging das noch Inventar? Ich glaube R3. Ja, das war's. Und da haben wir eine Spritze und die machen wir uns mal hier auf den Short-Button. Beziehungsweise können wir die eigentlich auch gleich mal nehmen, denn so viel heilt die ja auch nicht. Wuhu! Das ist ja toll. Zack. So, und mal schauen, ob wir hier noch irgendwie was ergaunern können, was uns hier auf dem weiteren Weg helfen wird. Ich muss mal noch ein bisschen lauter machen, das ist doch ganz schön leise hier. Ja, so ist gut. So. Ja, und dann haben wir, glaube ich, das Gebiet hier schon gut erkundet. Kann man hier hoch? Nee. Das Einzige, was mich ein wenig irritiert, ist, dass der komische Dude da irgendwie weg ist. Ach, und da habe ich doch was sehr Offensichtliches übersehen. Zack. Notiz aus Seegemeinde. Seit wann gibt es hier einen Leuchtturm am See? Stand der schon immer da? Das kreisende Licht streift mich, durchdringt mich. Ich habe das Gefühl, dass es jedes Mal etwas mitnimmt. Aber ich weiß nicht, was es ist. Ach ja, genau. War ja im letzten Part hier da hinten, ist nämlich dieser Turm. Und da kam auf einmal das Licht hier in die Richtung gestrahlt. Und zwar genau jetzt. Und da sind nämlich die ganzen Dudes hier zu solchen Zombies geworden. Also irgendwas ist mit diesem mysteriösen Licht nicht richtig. So, aber wir werden jetzt hier einfach mal ein bisschen weitergehen. Ja, gibt ja aber auch schon so ein bisschen was zu entdecken, auf jeden Fall. Also die Gebiete sind nicht so straight. Linear. Es zieht mich an, wenn ich es nur ansehe. Oh. Schönes Licht. Ja, wir können auf jeden Fall nicht in den Tod springen. Wäre vielleicht besser gewesen für unseren Sebastian, denn dieser Albtraum hier ist, glaube ich, nicht besser als der Tod durch Zombies. Oder was auch immer das für Features sind. Entschuldigung, da musste ich kurz husten. Und ich vertrödel hier schon wieder viel zu viel Zeit mit irgendeinem Blödsinn. Gucken wir uns mal hier um. Oh, und jetzt fängt es auch noch an zu gewittern. Na, wunderschön. Kommen wir da rein? Nö, hä, warum auch? Da ist ja nichts drin. Ja, es ist schon echt ganz schön dunkel hier. Haben wir auf jeden Fall erstmal einen Control Point. Das ist auch nicht so verkehrt. Und jetzt müssen wir uns erstmal hier ein wenig die Lage anschauen. So, da hinten sehe ich auf jeden Fall so ein Dude mit Fackel. Er wird auf jeden Fall nicht lange standhalten gegen unsere super Monster Skills. Da ist auch noch einer. Hallo. Fieses, böses Ekelmonster, irgendwas, Ding. Ich überlege gerade, wie wir den vernichten.
Oder ob wir uns zuerst diesen Fackeltypen da hinten holen. Wenn ich's doch nur wüsste. Oh oh. Ja, und das Geschnaube ist schon ganz schön ugly hier. Das Problem ist, ich sehe jetzt hier nicht wirklich was. Ich würde mir gerne den Typen hier von hinten catchen. Und da, come on! Nochmal ein bisschen verbrennen. Na sehr gut, es geht auch gut voran hier. Zack. Wundervoll. Hier ist anscheinend eine unsichtbare Mauer. Na gut. Und diesen riesigen Heuballen hier können wir nicht verbrennen, das ist ja ein bisschen lächerlich. Naja, gut, so ist es halt. Müssen wir auch nicht. Wir werden es auch so bestehen, schaffen. Oh, und diese bedrückende Musik ist schon wieder großartig. So, da ist auf jeden Fall noch der Fackel-Dude. Den müssen wir uns definitiv noch holen. Aber ich habe auch die Vermutung, dass doch hier irgendwo hinten noch einer rumgeistert. Kann ich mir gar nicht vorstellen. So, hier ist auf jeden Fall gute Deckung. Und dort könnten wir uns in das Haus rein schleichen von hinten. So könnten wir auf jeden Fall die ganzen Dudes auch umgehen. Aber ich fühle mich immer um einiges sicherer, wenn ich die einfach alle vernichte. Oder? Ist das so? Oh. Da ist er. Drückt mir die Daumen, meine Dudes. Den holen wir uns. Schneller. Und ja. Sehr gut. Jetzt haben wir auf jeden Fall seine Fackel. Oh. Bärenfallen entschärfen. Oho. Anschleichen und dann X drücken. Ja, ich glaube nicht, dass diese komische Fackel hier uns hilft beim Schleichen. Deswegen werden wir die jetzt einfach mal hier fallen lassen. Ein Wunder, dass dieser Karren nicht anbrennt. Oh oh. So. Als nächstes holen wir uns den Pidi da hinten. Sobald er sich umdreht, ist er des Todes. Ne, das schaffen wir nicht. Außerdem wäre da noch eine Falle gewesen. Ja, hier, das wäre viel zu wenig Zeit gewesen. Hier sehe ich nichts.
Komm, Falle. Hier ist, glaube ich, die falsche Seite. Müssten die schon meines Wissens nach von hier entschärfen. Ja. Sehr gut. So, jetzt können wir uns vielleicht den Pidi hier von hinten krallen. Gucken, wie weit er geht. Okay, bis dorthin. So, los geht's. Das ist unsere Chance. Zack! So, jetzt haben wir das schöne Problem, dass wir keine Feuerchen mehr haben. Dann holen wir uns doch jetzt mal wieder unsere schöne Fackel hier. Vielleicht können wir ja damit irgendwas anstellen. Oh, da ist einer. Komm, du Vieh. Na los. Jetzt kommt er. Yes. Voll in den Kopf. Oh, da gab es eine Trophy. Na, da sahen wir doch nicht näher. Und auch hier was Schönes zum Einsammeln. Das ist eine Bärenfalle. Ching. So, werden wir mal hier, bevor der Pidi hier wieder aufsteht. Zack. Hier das nochmal absuchen. Das mit dem Aufstehen weiß ich übrigens aus irgendeinem Trailer, beziehungsweise hat das mal irgendwo einer erzählt zu dem Spiel. Hier hoch? Nö. Dass man halt hier diese Streichhölzer zur Verfügung hat und da diese Beats verbrennen muss, sonst stehen die halt wieder auf. Ist natürlich ein bisschen bitchy. Ja, ist ein bisschen bitchy. Tolles Wort übrigens. Aber natürlich auch extra so gemacht, damit es hier nicht so einfach wird. So, hier, das müssen wir noch absuchen. Hier können wir uns unter dem Bett verstecken, wunderbar. Hier war mal eine Falle. Oh, geil! Juhu! Super geil! So, was haben wir hier noch? Hier gibt es noch eine Spritze. Und dann haben wir es doch, glaube ich.
Jawoll. Muss ich aber dazu sagen, jetzt habe ich gänzlich die Orientierung verloren. Ja. Da waren wir, glaube ich, schon drinne. Hier waren wir, glaube ich, noch nicht drinne, denn hier gibt es ganz viel Zeug. Oder wir waren hier drinne, haben aber alles vergessen. Oh ja, hier neue Feuerzeuge. Und eine böse Kiste, die wir erstmal ordentlich verdreschen. Auch wenn sie uns nichts getan hat. So, hier hinten können wir ja auch nochmal vorbeischneckern und gucken, ob es hier was gibt. Nö. Da geht's hoch, okay. Ich hätte eigentlich gedacht, dass es dort weitergeht. Verdammt, jetzt wird es auf jeden Fall schon tricky. Ja gut, keine Ahnung. Wo wollen wir denn lang gehen? Gehen wir doch jetzt einfach mal hier vor. Können hier irgendwas aufkurbeln? Ich denke mal schon, dass es dort weitergeht, oder? Dieses Haus da oben ist bestimmt nur so ein optionaler Abstecher. Holen wir uns erstmal noch neues Equipment für Fallen. Sehr gut. Ah, oh, wunderschöne Aussicht. So mag ich das. Ja. Orientierung. Wo bist du? Ich glaube, da waren wir schon. Ja, in diesem Häuschen waren wir meines Wissens nach schon drinne. Na, spring drüber. Geht nicht. Dann nehmen wir das. Zack. Boah, der kann ja echt lange sprinten. Er ist ein super Cop. Ach ja, genau. Apropos, vielleicht liegt es auch daran, dass er nur so komisch sprinten kann. Könnt ihr euch noch erinnern? In der ersten Episode wurde doch sein Bein mordsmäßig verwundet. Und dann ist ein riesiger, böser Unfall passiert. Oh, fuck. Ein böser Unfall passiert und jetzt ist auf jeden Fall alles wieder gut mit seinen Beinen. Das ist ein bisschen komisch. Zack. Machen wir unser Licht aus. Checken das mal hier aus. Das wird wieder spannend, meine Freunde. So, müssen wir erstmal seinen Weg überprüfen, wo er langläuft. Mal gucken, weil die Zeit ist auch schon wieder ordentlich gut dabei. Jetzt holen wir uns. Oh oh. Da. Verbrenn, du kleine Ho. So, da haben wir eine schöne Flasche. Noch eine Flasche. Ja, da könnten wir auf jeden Fall zum Flaschensammler werden. Und uns hier auch so unsere Brötchen verdienen. Wir brauchen gar nicht dieses komische grüne Gel.
Lass mal die Fackel hier. Oh oh. Ich höre da auf jeden Fall irgendwelche ulkischen Monster. Beziehungsweise habe ich gehört. Ja, ich bin mir ja noch nicht ganz sicher, wie das hier sich beläuft. Also wie gesagt, ich hatte es gelesen, dass diese Monsterchen hier... wenn man die nicht verbrennt, wieder aufstehen. Aber ihr habt es ja jetzt auch gesehen, ne? Was passiert ist mit den Monstern? Die sind verschwunden. Die wir nicht verbrannt haben. Die Lichteffekte sind großartig in diesem Spiel. Ja, neues Fallenmaterial. Wunderbar. Oh, hier. Kann man rein? Aber erstmal gucken wir uns hier um. Ich habe das ungute Gefühl, dass das hier auf jeden Fall nicht cool ist. So. Verbrennen wir diesen Pidi hier auch. Und dann gehen wir erstmal in den Schrank. Ja, sehr gut, das hat sich gelohnt. Eigentlich wollte ich das Zeug hier haben. So, immer ein bisschen Munition schnappen. Und die blöden Kisten mit einem Faustschlag zerballern. Was gibt's denn hier? Kartenfragment 2. Okay. Bringt anscheinend gar nichts. Oder wir haben schon eins verpasst. Was natürlich ziemlich schade wäre, denn eigentlich habe ich doch alles ganz gut abgesucht, oder meine Dudes? So, dann machen wir noch das kaputt. Was? Oh shit. Oh, der Typ, los und dran. Immer schön drauf auf den Bastard. Oh. Oh, der Bitch-Typ, Alter. Das gibt's doch nicht. Jetzt reicht's doch mal langsam. Bleibst du jetzt auf dem Boden, du kleine Sau. Alter. Hey, cool, ein Schlüssel. Juhu. Oh, so, ja, Hammers. Sehr gut. Die Zeit sagt, wir müssen auch leider mal zum Ende kommen, meine lieben Dudes. Wir gehen mal noch hier hin. Nehmen vielleicht noch mal eine Spritze. Haben wir auf jeden Fall noch unten drin. Dann machen wir es doch gleich mal. Zack. So. Reloaden ist auch keine schlechte Idee. Und dann werden wir im nächsten Part dort hinter gehen und schauen, was uns hinter diesem Tor für ein Spektakel erwartet. Ich drücke den Pauseknopf. Wir sehen uns im nächsten Teil, meine lieben Dudes. Bis dahin, euer BF Dude.